Hallo, ich möchte euch heute mal erklären, was eine Dreipunktausleuchtung ist. Wie ihr seht, ist die Szene ganz gut ausgeleuchtet. Doch wenn ich gar kein Licht benutzen würde, würde das Ganze so aussehen. Wenn ich nur das Licht von der Decke benutzen würde, sähe das Ganze auch noch nicht so toll aus. Darum wird eine Menge Aufwand getrieben, um eine Szene optimal auszuleuchten. Doch was genau ist eine Dreipunktausleuchtung? Eine Dreipunktausleuchtung besteht aus drei Lichtern: Hauptlicht, Aufhellung und Spitze. Okay, das ging jetzt vielleicht ein bisschen schnell, also nochmal. Das Hauptlicht wird auf Führung genannt und legt zunächst einfach mal nur die Hauptlichtrichtung fest. Es macht die Szene einfach erstmal nur hell. Die Aufhellung bestrahlt die auszuleuchtende Person aus der anderen Richtung wie das Hauptlicht. Sie dient vor allem dazu, die harten Schatten, die bei der Beleuchtung aus der einen Richtung entstehen, wieder aufzuhellen. Die Spitze erzeugt noch einen kleinen Effekt, einen leichten Lichtsaum an Kopfkante und Schulter. Dieser hebt die Person vom Hintergrund noch etwas ab. Also, auch wenn man das als Zuschauer vielleicht nicht so wahrnehmen kann. Hier um mich herum stehen drei extrem helle Lampen. Diese sind natürlich so geschickt aufgestellt, dass man sie im Fernsehen nicht sehen kann. Das war's von mir zum Thema Dreipunktausleuchtung. Ich hoffe, es hat euch gefallen und das nächste Mal, wenn ihr Fernsehen schaut, vielleicht achtet ihr dann einfach mal auf die Lichter.